Moin und willkommen zu meinem neuen Video. Hier dreht sich das um meine Wildtierkamera und ich würde sagen, weiter nach dem Intro. Nochmal Dank an die Firma, die mir das zur Verfügung gestellt hat, an GAN EU. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Das ist eine Wildtierkamera, wie man schon sehen kann. Und dann würde ich sagen, packen wir das mal gemeinsam aus, was hier alles so drin ist. Und dann machen wir das mal uns im Detail an. So, ich habe die Folie endlich ab. Das mussten wir ja nicht mitschneiden. Ja, hier gibt es. Steht nur drauf, EU, GmbH, liegt glaube ich bei Amazon, da kann man es dann auch bestellen. Ich verlinke euch das oben, unten, auf jeden Fall in der Artikelbeschreibung steht der Link drin. Liegt glaube ich so bei 66 Euro. Ja gut, ist aber jetzt nichts Außergewöhnliches, nicht verpackt. Holen wir mal das gute Stück hier raus, bevor wir uns aber da ins Detail gehen. Hier ist nichts weiter drin. Mit dem Kabel und ein kleines Heft. Englisch, Deutsch und in Französisch. Also wer der französischen Sprache mächtig ist, kann es dann auf Französisch. Aber hier ist das ja alles schön auf Deutsch. Da kann man das schön einstellen. Das ist die Halterung, um die Kamera an einem Baum oder ähnlichem festzumachen. Ja, hier haben wir ein Kabel und hier haben wir noch ein Kabel. Das sollten wir uns jetzt nicht weiter interessieren. Wir gucken jetzt mal hier rein. Gut, man hat einfach auch die Möglichkeit, das Ganze auf ein Stativ festzumachen. Hier ist noch die Folie drauf. Dann öffnen wir uns das. Öffnen wir das nochmal ganz hin. Hier steht auch noch einiges drin. Und hier sollte eigentlich schon eine 32 GB oder 64 GB Speicherkarte sein. 32. Und das ist doch. So, jetzt könnt ihr es besser sehen. Ich packe die da mal wieder rein. Ja, hier ist dann der Micro-USB-Anschluss zwecks Aufladung. Die macht also schon mal einen schön wertigen Eindruck. Hier habt ihr nochmal einen Anschluss für 6 Volt. Also wenn das irgendwo auf dem Stativ ist. Hier kommt dann das hier durch. Und das soll dann hier im Baum oder bisschen griffiger sein. Ja, da ist die Kamera. Hier ist der IR-Bereich, also der Infrarotbereich. Und hier sind auch die Sensoren. Hier ist, glaube ich, auch noch was. Aber ich mache das Ding mal an. Ich hoffe, ja, man sollte es auch richtig machen. Gut, ich werde das jetzt erstmal aufladen und dann gucken wir uns das weiter an. Hier steht auch alles schön auf Deutsch drin. 6 Volt Ladekabel und so weiter und so fort. Also das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Hier habt ihr denn den QR-Code zwecks Support. Und dann, ja, ich lade das mal auf und dann gucken wir uns das gleich weiter. Ja, ich musste leider Batterien kaufen, beziehungsweise Akkus kaufen, denn die hatte ich leider nicht vorrätig, denn hier drüber wird er geladen, 6 Volt. Da müsste man vorher noch, weil hier kein Akku verbaut ist, die na klar auch einsetzen. Und na klar auch in der richtigen Reihenfolge. Es sind ja nur 8 Stück. Und denn das ist ja hier unten auch schön wasserdicht, wenn man das schön zumacht und dann passt das auch schon. Ja, das ist, das nennt man Vorführeffekt.
Das konnte ich ja schnell erledigen. Und dann musste ich mir schnell welche holen. Und dann so, jetzt könnt ihr das auch hier drüber laden. Also jetzt machst du mal einen Sound. Ich weiß nicht, ob man das im Licht sehen kann. Hier steht Setup drauf und hier steht On. Und hier ist Off. Und hier ist das da. So. Ich halte mal so meine Hand dahin. Und jetzt könnt ihr das Ganze einstellen, wie ihr es wollt. Wie gesagt, hier sind ja eine 32 GB Karte drin. Bis 128 GB ist das möglich. Jetzt können wir hier ins Menü reingehen. Und dann können wir das dann klar auch hier ändern. Und dann können wir das hier auch die Sprache ändern. Hier haben wir den Französisch, Italienisch. Wir gehen dann mal auf Deutsch. Jetzt können wir auch Datum und Uhrzeit einstellen. Gehen wir hier rauf. 2023 ist richtig. Das ist heute der 4.11. Und wie gesagt, das in der Mitte ist ja Monat, sonst muss man das ändern. Und jetzt können wir also auf OK drücken. Ja gut, jetzt ist Datum nur eingestellt. Audioaufnahme ist gemüllt, Gerätesound. So, auf Off. Hier können wir den Zeitstempel machen. Hier können wir die Formate stornieren, bestätigen. Standardeinstellungen, Version. Den Modus. Möchte ich nur Fotos machen? Möchte ich Videos machen? Oder Fotos und Videos machen? Das müsst ihr dann selber testen. Das werde ich jetzt nicht sagen, was ihr zu machen habt oder wie ihr es machen sollt. Fotopixel. Also im Videoformat ist 2,7K. Und hier haben wir 58 Megapixel. Das ist die höchste Einstellung. Also wenn man da klar vernünftige Bilder haben möchte, würde ich das empfehlen, die höchste Einstellung. Aber das müsst ihr rausfinden. Bestätigen. Serienaufnahme soll nur ein Bild gemacht werden oder sollen mehrere Bilder gemacht werden. Sind maximal 5 Bilder möglich als Serieneinstellung. Videolänge ist das längste, sind 1 Minute, weil ich denke mir, das könnt ihr auch hier sehen. 5 Sekunden bis 1 Minute, also einmal 5 Sekunden, 10 Sekunden. Gehen wir hier zurück. Videoauflösung, und dann sehen wir das. VGA 720 Pixel, Full HD, 2K mit 30 Bilder pro Sekunde oder 2,7K. Also ich kann hier runtergehen, mehr als ich würde 2,7K nehmen mit 30 Bildern pro Sekunde. Also das würde ich jetzt machen. Das ist die Empfindlichkeit. Mittel, niedriger oder hoch. Hoch heißt, sobald eine kleine Fliege da längs fliegt oder eine Mücke, ja, das müsst ihr mal ausprobieren. Das kann ich euch jetzt auch nicht so sagen. Denn hier Timer-Einstellung, on, off. Ihr wollt hier eine Zeitraffer haben. Automatische Abschaltung. Off oder soll nach 5 Minuten abgeschaltet werden oder nach 1 Minute. Sobald Bilder gemacht worden sind oder Videos oder ein Videoclip und es passiert nichts mehr, dann soll das Ding automatisch ausschalten. Sprache hatten wir schon. Hier haben wir den Menüpunkt Replay. Hier haben wir Mode. Das ist jetzt Ihre Kamera und jetzt sind wir in den Videobereich. Und dann sieht man dann halt, jetzt ist das mit 1440 Pixel. Jetzt wird gerade aufgenommen.
Also es ist halt manuell, aber das soll ja automatisch passieren. Dann gehen wir auf On. Und dann macht ihr den Kasten zu und dann könnt ihr das irgendwo hinhängen und dann geht das hier automatisch. Gut, damit es auch automatisch funktioniert, müsst ihr gleich die ganzen Aufkleber abnehmen, sonst können die Sensoren hier nicht arbeiten. Hier sind überall, ja, ist so ein kleines bisschen. Ja, da fehlt so eine kleine Lasche, finde ich. Dann kann man es vielleicht besser abziehen. So. Beziehungsweise ist ein bisschen versteckt. Ja, der Tarnlook, ja, finde ich nicht schlecht. Ja. Ja, das ist, wenn man es denn schnell präsentieren möchte oder zeigen möchte. So, jetzt sind alle Sensoren und Kameras frei. Und dann machen wir auf. Dann sollte es eigentlich dann funktionieren. Kasten zu. Gut, jetzt ist es dann klar hell. Ihr müsst dann auch was aufleuchten. Ich werde das jetzt nochmal ausgiebig testen. Vielleicht habe ich dann selber einen Fehler gemacht. Und dann würde ich sagen, das soll es hier gewesen sein. Und nochmal vielen Dank an den Sponsor. Und dann bis zum nächsten Video. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann einen Daumen hoch. Liked mich, teilt mich. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, 3 Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer TechDave.